kommt hier das erwartete PS5-Überspiel, das neue Ratchet & Clank mit Gregor und mir. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade zwischendurch in dieser 3-Sekunden-Introzeit diskutiert, ob wir doch nicht das Middleweich angehüpft Intro hätten machen können. Ja, da machst du jetzt hier ein Fass auf, gerade wo wir das neue Spiel haben. Ob das ist Ratchet & Clank ein Jump'n'Run? Nee, eigentlich nicht. Ich finde, das ist eigentlich eher schon. Naja, guck mal, du ballerst ja auch ganz viel. Ja, aber ballern tust du ja auch in anderen Jump'n'Runs. Aber Contra ist für dich ja auch kein Jump'n'Run. Na gut, das ist so. Ja, okay, das ist der Gehalt. Egal, lass uns doch einfach das Spiel spielen. Ja, ist ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, tatsächlich seit seiner Ankündigung und auf was, glaube ich, auch viele PS5-Besitzer gewartet haben, weil ja so viele Exclusive-Titel von Sony selber für die PS5 bisher nicht erschienen sind. Wenn ihr dieses Let's Play hier seht, dann habt ihr hoffentlich auch schon den Review-Talk gesehen, den es bei uns auf dem Sender gab. Da wisst ihr schon, dass das Spiel mir ganz vorzüglich gefällt, und jetzt ist auch quasi das Embargo gefallen, um es euch spielend zeigen zu können. Und dafür habe ich mir den Gregor eingeladen, weil er auch ein großer Fan ist von Ratchet & Clank, ne? Ja, ich habe leider nicht genauso viel Zeit gehabt im Vorfeld, um mir das ganze Spiel dann anzuschauen. Also ich kenne bisher nur den Anfang. Mhm. Wahrscheinlich werden wir noch in Territorium vordringen, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich kann eigentlich nur dann auch das wiederholen, was du gesagt hast. Ratchet & Clank ist einfach eine sehr schöne Serie, zu der ich die Zuneigung vor vielen, vielen Jahren gefunden habe, mhm, als ich das Crack in Time auf der PS3 damals durchgespielt habe, weil die nimmt man ja immer mal mit, weil es so eine große Serie für Sony ist, und spielst immer rein. Ich war ja immer so ein bisschen mehr bei Jack und Dexter drin, aber irgendwie, das ist die einzige große Serie mit Jump'n'Run-Elementen, nennen wir es mal, ne? Ja. Die übrig geblieben ist sozusagen zwischen all den großen von damals, die noch regelmäßig versorgt wird, und gerade Insomniac, was die technisch leisten können. Also wir werden es natürlich jetzt im Stream in 1080p spielen, aber selbst da kann man schon die grafische Qualität sehr gut sehen. Ich habe es im 4K at 60 bei mir angeschaut, und meine Herren, also das sind Zauberer, muss man sagen. Mhm. Genau, wir sehen es heute hier in Full-HD-Qualität, sieht aber trotzdem ganz fantastisch aus und macht es so spielend leicht irgendwie. Da passiert so viel auf dem Bildschirm, ich glaube manchmal auch nur aus dem Grund, um zu zeigen, hey, weil wir es können. Ein bisschen flexen. Eine Million Partikel und Sachen auf dem Bildschirm rum. Und wir wollen gar nicht mehr viel länger rumlabern. Wir starten das Spiel von vorne für euch, da wir euch keine späteren Spielelemente unbedingt spoilern wollen. Und da der Einstieg auch schon hinreichend spektakulär durchaus ist und ganz gut zeigt, was euch im Spiel später erwarten wird. Mitglieder des Widerstands, meldet euch unverzüglich in der nächsten Aufnahmeeinrichtung. Euch passieren auch ganz sicher nichts Schlimmes. Versprochen. Widerständler, meldet euch im VIP-Bereich eurer nächsten Aufnahmeeinrichtung zur Verhaltenszwangsmodifikation. Das macht Spaß. Spaß. Dein Anzug scheint zu funktionieren. Du fällst nicht auf. Da ist die Assistentin und da ist der Infobot. Sehr diskret. Gute Arbeit. Jetzt verschwinde und entschlüssel das Ding. Wo ist der Infobot? Übrigens alles in-game. Wer sich wundert. Also generell, der Übergang von Cutscenes ins Spiel und umgekehrt, der ist wahnsinnig gut in dem Spiel. Also das kann jederzeit einfach wieder interaktiv werden, wo du immer noch denkst, okay, du guckst dir gerade eine Cutscene an. Schon gut, siehst du?
Ich bin's. Rivet? Shh, ich muss weg. Hier, der bringt dich nach Hause. Er hat eine Einheitsgröße, also müsste er... Danke. Würde man nicht unbedingt denken, dass der Helm mir passen würde. Dann muss er es über das eine Auge und dann drücken. Dann geht das schon. Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit Jahren. Hält man uns schon für abgewrackt? Oh, was, wenn wir abgewrackt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Stimmt. Ein lautes Willkommen für die Zeremonienmeister der Parade! Ratchet und Clank! Ist gerade das erste Mal auf den Roboter ganz rechts geachtet, wo das Mikro nicht geht. Das ist gut, ne? Ich bin euer Gastgeber! So, jetzt spielen wir hier schon. Ja. Kannst du vielleicht noch Untertitel für die Zuschauer anmachen? Das kann ich ganz sinnig, sehr gerne machen. Weil so gut die Sprachausgabe dann gelungen ist. Also kann natürlich dann auch auf Englisch stellen, wenn man mag. Oder kroatischen Text einmachen. Kroatischer Text nochmal separat hier aufgeführt. Ist sicher. Untertitel ein. Jetzt müssten wir eigentlich welche haben. Man erlebt jetzt hier im Rahmen dieser Parade so ein bisschen so Rückblicke. Und wird dabei gleich auch so in die Spielmechaniken eingeführt. Mhm, so ein bisschen Tutorial mit, erinnert euch dran, was passiert ist. Man muss aber die alten Ratchets nicht unbedingt kennen, natürlich. Mit mir und zum Schluss ein Überraschungsgeschenk von Clank an Ratchet. Muss es die ganze Galaxie hören? Warte, ein Geschenk? Wofür? Oh, du wirst sehen. Es wartet am Anfang der Paraderoute auf uns. Da war ja vor einiger Zeit das Patch rausgekommen für das Remake von Ratchet & Clank auf der PS4 für 60 FPS, was sehr cool ist. Das sieht immer noch sehr, sehr gut aus in der Neuauflage. In der finalen Version hier wird es auch verschiedene Grafikmodi geben, ne? Richtig. Das wird über einen Day-One-Patch ins Spiel kommen. Wir sind hier aber noch in der Phase vor dem Release. Und da ist das Spiel noch auf diesen 30-Frames-Modus gelockt. Es gibt dann aber Optionen später, um das auf 60 umzustellen. Allerdings, jetzt gehe ich da nochmal zurück, weil ich die Kisten da hinten nicht einfach stehen lassen kann. Das geht nicht. Mich hat es nicht gestört. Das Spiel kann man auch gut in 30 Frames tatsächlich spielen. Ich bin jemand, der sonst immer eher sagt, gib mir mehr Frames anstelle von mehr Details. Mhm. Aber ich hatte hier kein Problem damit, es auch in den 30-Frames-Modus durchzuspielen. So. Das wäre so, also immerhin die Option wird ja dann da sein für die Leute, die sich daran gewöhnt haben. Nachdem man so viel in 60 FPS mindestens gesehen hat, gerade auf der PS5, muss ich auch mal gucken, aber ich komme eigentlich auch wieder ganz gut rein. Was ich probiert habe, war das erste Horizon auf der PS5. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es da an, was weiß ich, so diese typischen Modeworte da, Frame Pacing oder sonst was gelegen hat, aber 30 FPS sahen da für mich so mega ruckelig aus. Okay. Ich weiß nicht, woran es lag, also nicht wie hier. So, jetzt haben wir unsere erste Waffe, aber noch keine Munition. Und ich hatte noch das dezente Problem, natürlich hier rumlaufen, Shooting aus der Third-Person-Perspektive. Ich hatte Returnal so drin im Blut, ich habe versucht, durch die Projektile durchzutauchen, wo ist der Dash, wo sind die ganzen Sachen. Spielt sich natürlich ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass das zur Show gehört. So viele Leute, die gar nicht damit vertraut sind, Nahkampfattacke mit deinen Schraubenschlüsseln, die du dann auch mal für Rätsel einsetzen kannst, je nachdem. Das werden wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen sehen. Plus ein Arsenal an Schusswaffen, Granaten, andere Sachen, die du nach und nach kaufen kannst, sodass Nah- und Fernkampf sich dann meistens mischt. Genau, du hast ein sehr großes Waffenarsenal später. Also man sieht das. Hier sieht man das wieder, so einen schönen Übergang von Spiel in Cutscene und wieder zurück. Schnell, wir müssen zum Anfang der Paraderoute. Auch so ein typisches Element mit den Sonic-Sequenzen hier. Ja.
Schmiedstiefel. Man merkt hier jetzt schon, das Spiel ist nicht ganz so typisch Metroidvania, dass du gerade in einem Sequel, wo du denkst, okay, Samus Aran konnte vorher schon alle Sachen und es passiert dann irgendwas, dass sie alles wieder verlernt. Das ist hier nicht ganz so. Also so Sachen wie den Magnetstiefel oder eben auch dieses Grinden auf den Rails, das kannst du von Anfang an schon machen. Genau wie auch das hier. Das ist nichts, was du irgendwie noch lernen musst oder wieder finden musst. Ja, Tenefarius. Aber die überlegen sich natürlich Sachen, wie du noch einen guten Upgrade-Weg hast, genau, über deine Fähigkeiten hin. Kommen hier später noch interessante Upgrades dazu, aber man bekommt quasi nicht alles wieder weggenommen, was man in anderen Spielen erst noch lernen musste. Ich bin immer bei solchen Next-Gen-Sachen in Anführungsstrichen beeindruckt bin und gerade bei dem Spiel hier Oberflächen, wie schön unterschiedlich die ausschauen können. Also Clank mit seinem gebürsteten Metall und den Spiegelungen drin, das ist schon. Ja, und vor allen Dingen auch gut. Also es ist wahnsinnig viel, was hier an Partikeln rumfliegt, an Explosionen, an diesen Schrauben, die aus allen Kisten rausfallen. Und das Spiel macht es also wirklich so scheinbar mühelos, ohne dass es zwischendurch anfängt zu ruckeln. Weil das, was wir hier in Action haben, ist echt noch gar nichts zu dem, was später im Spiel dann noch aufgefahren wird. Und bestimmte Sachen sollten auch noch für die Grafikfetischisten im Menü an- und ausschaltbar sein. Ich habe es jetzt nicht mehr direkt im Kopf, aber ich glaube, Motion Blur und sowas sollte dabei sein. Der ist ja jetzt hier drin. Ich schau mal kurz. Aber man kann ziemlich viel, genau, Schärfentiefe, Körnung. Ich mag das eigentlich gern, diese Sachen, aber man kann auch Motion Blur zum Beispiel komplett rausnehmen. Aber wichtig hier, bevor die Chromatic Aberration-Leute dann wieder schreien, das ist diese kleine Farbverschiebung, die man dann teilweise in bestimmten Teilen der Kamera haben kann. Ich lasse da die meisten Sachen aber immer so an, wie die Entwickler das gedacht haben. Ich lasse es jetzt hier in dem Fall auch an. Ja. Und viele Barrierefreiheitsgeschichten, dass du zum Beispiel immer den gleichen Knopf benutzen kannst, um da Ereignisse auszuführen, statt verschiedene. Also kannst dich da schon vernünftig zurechtfinden. Was wir schlecht hier in dem Let's Play demonstrieren können jetzt, Gregor, das Spiel hat sehr differenzierte Abstufungen, was Feedback und Einsatz der L2 und R2-Tasten angeht. Mhm. Also da haben sie sehr viel gemacht, was dieses haptische Feedback angeht und die adaptiven Trigger, dass man bei manchen Waffen zum Beispiel das so halb durchdrücken und dann voll durchdrücken kann und verschiedene Widerstände und Effekte, das ist sehr, sehr gut eingebunden tatsächlich. Mhm, ja. Das war auch wieder so eine Sache, die von Returnal ich schon so gewöhnt war, ne, wo du quasi so mit halt mit diesem Widerstand mit den L- und R-Triggern dann gucken musst, dass du dich tatsächlich mal ein bisschen abstufst beim Reindrücken und nicht immer volle Pulle reinziehst. Aber das klappt auch nach kurzer Eingewöhnungszeit. Also wenn sich da jemand Sorgen macht, das ist wahrscheinlich so das neue Normal, worauf wir hinsteuern. Munition nimmst du aus diesen Waffenkisten dann auf, die du kaputt machst, ne? Genau. Die ist nicht unendlich hier oder so Energiewaffen, sondern Munition muss man wieder einsammeln. Ja, man sieht es oben rechts im Munitionsvorrat. Man sieht da jetzt auch neben der Waffe die kleine 2. Ein wichtiges Feature, man kann jede Waffe aufleveln, indem man sie einfach benutzt. Füllt sich der ein individueller Erfahrungsbalken und man kann jede Waffe bis Level 5 aufleveln und dann wird sie quasi mit dem letzten Schritt nochmal zu einer Art anderen oder besseren Variante der Waffe. Sowas wie hier kommt auch häufig vor, so zwischenbossartige Kämpfe mit eigenen Energiebalken, die man oben sieht. Beziehungsweise jetzt schon nicht mehr, weil der Transporter zerstört ist. Aber ich hab's noch drauf. Sind sie weg? Und jetzt kommen wir zur Gegenwart in unserer Heldengeschichte. Ratchet, der letzte bekannte Lombax, dessen Volk in einer anderen Dimension verloren ist, wird ein geheimnisvolles Geschenk von Clank erhalten. Ich hatte eine Rede geschrieben, aber da die Veranstaltung offenbar angegriffen wird, komme ich gleich zum Punkt. Ratchet, ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre. Heirate mich. Du bist mein bester Freund, mein Teampartner. Und du hast viel aufgegeben, um... Ich habe den Dimensionator repariert. Jetzt kannst du endlich deine Familie finden. Oh, Kumpel, ich... Was? Tja. Dr. Nefarius? Wer hätte das gedacht? Was für eine Überraschung. Was für eine wundervolle Überraschung.
Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor 8 Minuten auslöschen sollten. Was willst du, Nefarius? Das! An der Stelle beginnt jetzt so das große Story-Dilemma des Spiels, dass so ein Spalt zwischen Dimensionen entsteht. Deswegen heißt das Spiel auch Rift Apart, und das wusste man ja auch schon, dass es um diesen Wechsel zwischen verschiedenen Dimensionen gehen wird. Dann auch wieder eine gute Gelegenheit, um gleich zu flexen, wie viele großen zusammenhängenden Welten gleichzeitig geladen sein können. Ich wiederhole es gerne auch nochmal. Hier, jetzt kann ich mal auf die Spiegelung bei Nefarius achten. Mhm. Ja, da haben sie auch die ganze Umgebung nochmal drin und nicht nur das Unmittelbare. Dr. Nefarius den Dimensionator wegnehmen. Ja, und zwar schnell. Was immer er plant, es kann nichts Gutes sein. Oh. Oh. Bist du hier, um dich zu stellen? Ich hätte ahnen müssen, dass Nefarius so etwas versucht. Mach dich nicht fertig. Schreit vor Angst, schreit vor Panik, genau ganz kurz aufgeblitzt. Komm, super gut. Sieht aus, als wäre Nefarius in der Nähe des Bahnhofs gelandet. Oh, Mrs. Zircon, holen wir uns eine Waffe. Ja. Waffe gefällig? Mrs. Zircon hat alles. Kennen wir auch schon aus den Vorgängern, diese Zircon-Station, wo du quasi die ganzen Schrauben und so, die man sammelt, dienen dem Zweck, sich neue Waffen kaufen zu können. Und jetzt haben wir die Blasterpistole, haben wir schon. Und könnten jetzt hier, die Schmetterbombe ist eine Handgranate und der Vollstrecker ist eine Art Shotgun. Gregor, du darfst entscheiden. Was nehmen wir zuerst? Ich habe die Shotgun genommen, die fand ich eigentlich ganz nett. Ich kauf die mal. Für so, wie man so schön sagt. Muss mir hier in dem Fall, weil es ein Tutorial ist, erst diese Vorschau angucken. Ja, ich hab's einfach abgebrochen. Ach so, das geht auch, du hast recht. Hätte gewettet, dass du diese Das ist nicht das einzige Feature. Man kann später hier auch quasi, es gibt so Raritaniumsteine, das sind sowieso lilane Diamanten oder Edelsteine, die kann man hier später noch auch zur Aufrüstung von Waffen benutzen. Halsabschneider im Anmarsch! Die Waffe zum Beispiel hat zwei verschiedene Verwendungszwecke. Wenn ich halb drücke, feuere ich quasi einen Schuss ab. Und wenn ich es komplett durchdrücke, dann haue ich gleich zwei Projektile raus. Da muss man mit der Munition ein bisschen mehr aufpassen, aber ja, so alternative Waffenmodi. Man hat am Anfang verhältnismäßig wenig Energie. Wir sehen das oben rechts gerade. Ich habe nur noch 5 von meiner 10 Lebenspunkte jetzt. Deswegen gucken wir mal, ob wir irgendwo was einsammeln können. Jetzt ist meine Waffe leer geschossen, deswegen erklärt er mir, schalt mal lieber auf den Blaster um. Genau, und du kannst dir die verschiedenen Sachen, natürlich mehr als 4 Waffen jetzt vorhanden sind, aber kannst dir auf Steuerkreuz dann legen, je nachdem, genau, welche du gerne benutzt. Das war eben übrigens Energie, dieses blaue Leuchten in dieser Art Glaskästen. Verdammte Returnal, ich denke da sofort, jetzt durchtauchen durch die Projektile. Ich habe es zum Glück noch nicht, das heißt zum Glück, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen konnte ich mich dadurch nicht beeinflussen lassen beim Spielen. Ja, es ist natürlich ein anderes Spiel, aber so die Grunddetails sind natürlich hier mit großen Gegnern, Schießsequenzen drauf. Den Boss, den du gerade hattest, das hätte auch ein Returnal-Boss sein können, nur eben 800 mal schwieriger. Es ist wahrscheinlich auch ein leichteres Spiel. Ratchet & Clank Rift Apart hat 4 Schwierigkeitsgrade. Der zweite davon ist der Standard-Schwierigkeitsgrad, den wir hier auch spielen. Weg mit dem Dimensionator, Nefarius! Weg mit dem Dimensionator! Ja, klar! Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt! Spoiler!
Es ist ermüdend. Sobald ich diese blöden Koordinaten habe. Sattle wohl! Was habt ihr jetzt? Vielleicht könnte man auch sagen, Ratchet hat die wahre Katastrophe heraufbeschworen, weißt du? Ja, genau. So ein bisschen. Ja, der arme Dino tut mir so leid. Wir könnten ein kleines Problem haben. Wie weit muss der gefallen sein gerade? Die Brücke ist zerstört. Es muss einen anderen Weg geben. Die Spalten reagieren auf das Phasenquarz in deinem Handschuh. Richte ihn doch mal auf einen davon. Das ist noch ein Feature. Man kann nicht nur in andere Dimensionen springen, man kann das auch wie so eine Art Shortcut benutzen, um sich innerhalb von einem Bereich schneller fortbewegen zu können. Enterhaken ist immer super. Ist hier halt mal limitiert, weil es geht nur an diesen Stellen, wo diese Portale in der Umwelt da vorhanden sind. Ob da jetzt dann so ein Enterhaken-Symbol erscheint oder so, ist natürlich hinfällig. Ich finde den Effekt cool. Er kommt nicht so knallig rüber, wie so richtig, dass du dich mit dem Enterhaken irgendwo dann hinziehst, weil er so instant dann ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich cool, dass sie es mal auf die Art gelöst haben. Das geht dafür halt schön schnell, das mag ich ganz gern. Habe ich das Gefühl, du magst ein bisschen mehr den Fernkampf, ne? Total. Ich habe deswegen wundere ich mich eben auch, dass du sagst, das ist so ausgeglichen. Ich habe nie mehr diesen Hammer benutzt im Spiel. Ja, okay. Bin immer hier volle Pulle rein, drauf mit dem Hammer. Weil du hast relativ schnell auch, ich sag mal, mindestens 3-4 Waffen und du hast dann eigentlich auch immer irgendwie Munition dafür. Von da bist du gekommen, oder? Ja, gekommen. Ja, in das Haus da rein, oder? Ja, hast recht. Man kann es auch immer anzeigen lassen. Das ist schlimmer, als ich dachte. Sandhaie, von oben. Sandhaie, die kennt man auch schon aus dem... Hast du das Vorgängerspiel jetzt nochmal durchgespielt? Du meinst das Remake, oder? Vor den ganzen Jahren, wo es rausgekommen ist. Ja, 2016. Kann ich mich nur noch natürlich mit meinem alten Hirn vage dran erinnern. Also das Ding ist, bei so vielen Ratchet und Clanks, es mischt sich irgendwann zusammen, wie bei solch großen Serien. Ne? Was war noch mal in welchem Spiel? Ja, das können die jetzt auch nicht mehr genau aufsagen. Nefarius Schiff, wir müssen irgendwie da rauf. Die Taxis an diesem Stand da fahren direkt an ihm vorbei. Übrigens fällt mir jetzt auf, Gregor, wo ich das hier alles nochmal spiele, wie viel Foreshadowing hier schon betrieben wird auf Sachen, die viel später im Spiel relevant werden, auch mit größeren Kreaturen und Gegnern, die man jetzt schon gesehen hat. Mhm. Achte da mal drauf, da taucht vieles davon später im Spiel auch nochmal auf. Vielleicht könnten wir zusammengehen. Wow, das ist nett von dir, aber ich... Wieso holen wir ihn nicht erst von Nefarius zurück? Ja. Es lohnt sich übrigens, du kannst nahezu alles kaputt schlagen. Ob das jetzt auch Bänke sind oder irgendwas anderes, im Zweifel fallen da immer mal 3 von diesen Schrauben raus. Ja, ich bin so ein bisschen gesträubt, wenn da die anderen armen Aliens drauf sitzen, die eigentlich nur verreisen wollen und ich denen die Bank unter dem Arsch kaputt hauen. Ja, das ist tatsächlich nur am Anfang hier so eklatant, dass man da das so schlecht einschätzen kann, ob das gerade Gegner sind oder nicht. Oh, ich liebe diese Schrotflinte. Die Gegner werden einfach zu Schrauben. Eine Ladung Kisten. Nächster Halt, Nefarius. Diese Spalten ufern wirklich aus. Nefarius hat sich eindeutig übernommen. Was ist das? Wow, hey! Das können wir wahrscheinlich hier schon... Ja, das solltest du, glaube ich, jetzt hier leisten, wenn die Arme mehr holen. Auch die man
muss gerade gucken, ob das hier schon geht. Ach so, man sieht es unten links, dass die Sachen jetzt auf dem Steuerkreuz liegen. Ja. Kannst ja, wie gesagt, freilegen. Und auch hier leicht reindrücken zum Visieren, ganz durchdrücken zum Werfen. Und hier über Dreieck kann man das auch so aufrufen. Da sieht man, den Vollstrecker habe ich schon ein bisschen quasi jetzt aufgelevelt. Hier sind wir schon fast auf Stufe 3 jetzt angekommen. Und die Schmetterbombe natürlich noch ganz auf Level 1. Aber das leveln wir jetzt ein bisschen auf. Ist Dr. Nefarius wirklich nach all den Jahren wieder aufgetaucht, nur um schon wieder das Universum zu erobern? Ja, aber ich wünschte, er würde sich dümmer dabei anstellen. Was haben die davon, wenn die da so stehen? Jetzt bin ich selber als Charakter aufgestiegen. Das ist auch möglich. Das heißt, ich habe jetzt selber Stufe 2 erreicht. Das bringt im Grunde genommen vor allem immer, dass sich die eigene Lebensenergie um 10 Punkte erhöht, was am Anfang echt ein signifikanter Unterschied ist, weil es sich dadurch jetzt einfach verdoppelt hat, wie wir oben links in der Ecke sehen können. Kommt allerdings nicht so häufig vor, wie man denkt im Spielverlauf. Also es dauert immer länger, seinen eigenen Charakterlevel zu verbessern später. Nur dank deiner Hilfe, Kumpel. Okay, auf geht's. Oh, es ist schön, diese ganzen Schrauben einzusammeln. Diese Halsabschneider taugen gar nichts. Warum habe ich meinem Assistenten auch bezahlte Elternzeit genickt? Schnell, bevor Nefarius den Dimensionator überstrapaziert. Ich glaube, genau den Boss gab's in Returnal. Also so mit den Laserstrahlen und so weiter. Da war es für mich ein bisschen ungewohnt. Eigentlich wollte ich da durchlaufen und durchtauchen, aber so eher steter Tropfen hüllt den Stein hier. Ist leider zu weit weg für die, die Shotgun. Bringt aber nicht wirklich was. Die hier sollten gehen, ne? Ja. Ja, die normale Knarre wahrscheinlich leider am ehesten. Glaube ich, hier schon die beste Wahl. Unangenehm. Nimm das nicht, Oje. Er visiert uns an. Ja, die Hälfte haben wir gleich schon. Seine Abwehr wird schwächer. Und deine Munition ist gleich durch. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal wieder hier Gegner im Nahkampf machen. Okay, jetzt probieren wir mal die Bomben. Jetzt gehen wir auf die alte Waffe wieder. Ja. Die ist, glaube ich, wieder voll. Und? Glaubt ihr, eine vernichtende Niederlage reicht schon aus, um mich zu stoppen? Also, ja. Da irrt ihr euch! Wir reisen in eine Dimension, in der ich immer gewinne, damit ihr endlich mal wisst, wie das ist. Dimensionen werden immer schwächer. Und hier sehen wir jetzt mal richtig prominent vorgeführt dieses große Feature des Spiels, dass man eben dynamisch diesen Weltenwechsel hat. Das ist schon cool, muss ich sagen. Ich meine, dass auch das hier ist gerade eine interaktive Sequenz, ne? Ja. Also die, im Wesentlichen, klar, kommst du immer zum nächsten Portal. Sollst du ein bisschen ausweichen. Ich kann das geringfügig beeinflussen. Genau. So in dieser also zum Beispiel hier gegen das Schild hier und sowas. Ja, das ist so ziemlich das erste Spiel, was tatsächlich mal die SSD ausnutzt. Ja, für solche Zwecke. Jetzt spiele ich hier halt tatsächlich auf diesem Piratenschiff weiter.
Das ist schon krass. Ich schätze mal, ist glaube ich nicht zu weit hergeholt. Das sind natürlich alles Level, in die man sowieso später auch nochmal reinkommt, ne? Da will ich jetzt nichts zu sagen, aber es ist nicht auszuschließen. Ich mochte auch damals dieses eine, es gab dieses Quest for Booty für die PS3. Mhm. Das war so ein kleineres Ratchet & Clank-Spiel mit so einer Piratenthematik. Ich mochte das ganz gerne. Sehr starke Jack & Dexter-Vibes gekriegt dabei. Ja. Das ist echt viel näher. Das ist der Teil, wo du verlierst. Ratchet, der Dimensionator. Das sieht nicht gut aus. Ratchet? Oh je, oh je. Und? Nein. Der Dimensionator, er. Was habe ich getan? Was hast du getan? Wer bist du? Jemand mit vielen Fragen. Komm erstmal mit. Na, warte. Ich muss meinen Freund finden. Okay. Das bin ich? Ich bin's! Das hat geklappt! Endlich! Ich hab gewonnen! Imperator Nefarius, ihr seid früh von eurer Eroberung zurück. Ja! Jetzt haben wir quasi das Intro des Spiels hinter uns. Das war nur das Intro, oh Gott! Und wir haben gesehen eben die Lombax Lady, Rivet, die man auch schon ganz am Anfang des Spiels sieht. Die taucht jetzt hier quasi wieder auf und ist jetzt auch keine Überraschung. Die ist natürlich quasi so eine Art Pendant zu Ratchet in einer anderen Dimension und ist jetzt durch diese ganzen Verwerfungen um den Dimensionator mit Clank zusammengewürfelt worden, der leider seinen Arm unter anderem verloren hat. Und Ratchet selbst ist wiederum woanders gelandet. Max, wo bin ich hier? Das scheint ja zumindest die gleiche Dimension zu sein, wenn die Rivet-Plakate da haben. So, und jetzt geht es hier schon wieder in das Spiel über. Wo steckst du, Clank? Vielleicht hat ihn hier irgendjemand gesehen. Und auch ein schöner Nebeneffekt natürlich dadurch, dass wir das schnelle Streaming haben. Du hast zwischen den Sachen keine klassischen Ladezeiten. Sorry, ich kenne nur niedliche Roboter mit blauen Augen. Das ist so ein Unterschied, ey, wenn ich das andere Spiel, was ich viel gespielt hatte in letzter Zeit, war Biomutant. Mhm. Das ist einfach so ein enormer grafischer Unterschied, gerade bei so vielen Tieren mit Fellen. Da muss man natürlich sagen, dass hier ein rein auf für die PS5 optimiertes Spiel, während Bioshock ja klassischerweise noch ein Titel ist, der noch völlig mit der alten Konsolengeneration Biomutant entwickelt wurde. Bioshock. Habe ich Bioshock gesagt? Ja, aber der ist ja auch für die alten Generationen, also stimmt, ganz bestimmt hat's. Biomutant natürlich. Ja, und ich glaube, den Bruchteil des Budgets, dieses Game gekriegt hat, und Manpower. Wollte einmal kurz hier, können wir es bei der Gelegenheit auch gleich mal zeigen. Man hat in den meisten Bereichen so eine Karte, wo man auch relativ akkurat angezeigt bekommt, was man so machen kann. Und man hat auch auf den verschiedenen Planeten, das sieht man auf der rechten Seite, ein Hauptziel und häufig noch sowas Optionales, wie hier zum Beispiel durchsuche die Fabrik, was man machen kann, aber nicht muss. Natürlich macht man es aber, weil man alles dann... Ja, man macht es auch deswegen, weil das Spiel das nicht so inflationär macht. Es gibt dann nicht auf einmal eine Million Sachen auf der Karte, die man machen kann, sondern es gibt eine überschaubare, ganz klar definierte Anzahl an Aufgaben, die auch nicht irgendwie sich abnutzen. Auf dem Nefarius City Bazaar. Vergesst nicht, unserem fabelhaften Imperator vor, während und nach eurem Kauf zu danken. Imperator? Heißt das... Es gibt Nefarius jetzt zweimal? Erst Clank, dann Nefarius. Vielleicht ist er auf dem Bazar.
Genau, jetzt müssen wir hier runter. Hey, Lambax! Ja, und das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das sehen wir hier zum ersten Mal, wenn wir jetzt nicht unterbrochen werden. Natürlich. Der Widerstand? Oh, entschuldige, Herzchen. Miss Zorkon ist noch eine Anfängerin in Sachen Spionage. Ich... Lass die Geiseln fallen. So, jetzt hat er ihn fast schon. Diesem Schiff folgen. Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg. Alle anderen. Oh, das Phantom kann helfen. Folge einfach dem Beat zum Club Nefarius. Dort wirst du ihn finden. Club Nefarius, alles klar. Oh, und gut gemacht, Agentin Zurkorn. Das ist ja so aufregend. Da freut sie sich. Jetzt gucken wir nochmal, ob es bei ihr auch was Neues zu kaufen gibt. Du möchtest jeden Kampf zu einer Party machen? Der Partypilz. Den können wir uns leider noch nicht leisten. Und man sieht dann häufig auch schon so eine Vorschau auf Sachen, die danach kommen. Bald erhältlich ist der Negatron-Beschleuniger, den ich sehr, sehr viel verwendet habe. Den mochte ich sehr gerne. Aber du suchst dir doch jetzt noch die Handvoll paar Schrauben. Ja, um den Partypilz zu kaufen. Das hier besagt das Raritanium. Gleich 6 Einheiten haben wir bekommen. Das wird in der Regel auch, wenn man es auf der Karte einmal entdeckt hat, wie hier sehen wir, rechts von mir muss auch noch irgendwo Raritanium liegen. Das ist da oben auf dem Dach. Ja, also das ist tatsächlich recht wichtig. Weil es eben. Ich weiß gar nicht, ob man da schon Zugriff drauf hat. Nee, kann man noch nicht. Das kommt erst später, das Aufleveln der Waffen, was man hier nochmal machen kann. Das ist unabhängig von dem normalen Levelaufstieg, den die Waffen haben. Diese ganze Resistance-Geschichte und so weiter und Look and Feel vom Spiel. Also ja. Wenn wir jetzt kein Beyond Good and Evil 2 mehr bekommen, bist du schon damit ganz gut versorgt, würde ich fast sagen. Der Vergleich tatsächlich. Ich muss mal kurz gucken, wo das Hauptmissionsziel ist. Wir sollen der Musik zum Club folgen. Das ist relativ einfach, weil dieser Beat so prominent ist. Klingt ganz nach einem Club. Da, der Partyclub. Wir stellen uns natürlich hier nicht in der Schlange an. Oh ja, Party. Genau, wir müssen besagtes Phantom suchen, von dem wir eben gehört haben. Ist hier irgendwo ein Phantom? Nur eine Kampfmaschine. Aufgepasst! Du bist nicht zufällig. Den Song kenne ich gar nicht. Schon wird die Party aufgelöst. Ich glaub's nicht. Die erste Missionserklärung und die Tarnung fliegt auf. Das Phantom? Ist's geht? Ah, der schöne Gameplay-Dreher. Also müssen wir ihm quasi helfen, also dem Phantom, die Verfolger loszuwerden. Phantom, warte! Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keine Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du den Widerstand willst, Neuling. Wieso glaubt jeder, dass ich beim Widerstand bin? Ach,
Jetzt habe ich doch nicht mehr die Waffe eben gekauft, Gregor. Was machen wir beim nächsten Mal, wenn wir da vorbeikommen? Ja, dann hast du noch ein bisschen extra Geld über. Muss aber auch sagen, der Partypilz ist nicht so mein Favorite. Das ist so ein typisches, du rufst was anderes herbei, was für dich und mit dir kämpft. Das weiß ich nicht. Ich finde es okay, aber ich habe den auch aufgelevelt. Aber ist nicht so mein Favorite. Also Support-Sachen ist auch immer meist. Ich hau die lieber selbst kaputt. Der gute Walljump. Muss doch irgendwas geben, mit dem ich Phantom erreichen kann. So. Und auch mit dieser lila Endzeitstadt. So ein bisschen, wie ist das? Star Wars Jedi Fallen Order? Ja, stimmt. Na, könntest du bitte stehen bleiben? Ist das hier so eine Art Test? Jetzt muss Naughty Dog doch endlich mal dann auch sagen, mach mal ein neues Jack and Dexter selber. Ja, ich wundere mich auch gerade, oder ich habe eben drüber nachgedacht, als du das gesagt hast, Jack and Dexter hingegen, das hat man irgendwie relativ aufgegeben. Ja, es wurde ja, ich glaube, es gab ja zwischendurch noch mal irgendwelche Ableger, die dann aber nicht von Naughty Dog gemacht wurden. Ja. Ich kann mich da auch irren, ich weiß nicht mehr so genau. Und Naughty Dog und Clank aber auch so gewesen tatsächlich. Ja, aber immerhin hier kehren, ja. Insomniac immer wieder zurück zwischendurch. Und ich glaube, Naughty Dog sind natürlich auch gut mit Uncharted und Last of Us ausgelastet. Aber nach all den Jahren wäre mal schön, dass sie auch mal wieder ihre anderen Talente flexen. Weil was das Naughty Dog von heute mit einem Jump'n'Run mit Action-Elementen machen könnte. Ich hätte mir vor, die würden jetzt mal Crash Bandicoot machen, wobei man fairerweise sagen muss, Crash Bandicoot 4 war ausgezeichnet. Crash Bandicoot war schon sehr gut, aber Toys for Bob gibt's nicht mehr, oder war das so? Ja, die sind irgendwie jetzt so auch anderweitig beschäftigt. Ja, sie machen jetzt die Schnürsenkel für Call of Duty, so war das doch, ne? Ja. Ja, schade. Sehr. Weil das letzte Crash war sehr, sehr gut. Nicht übel, Neuling. Danke. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Ich glaube, wir bekommen jetzt ein Upgrade eingebaut. Was aber nett. Ich damit an? Ja. Genau, das Story-bezogen dient es dem Zweck, dass man durch diese Sperren durchsprinten kann. Tatsächlich ist es aber auch eine wichtige Fähigkeit im Kampf oder um größere Hindernisse zu überwinden. Jetzt sind wir bei Returnal angekommen, endlich. Ja, ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, wieso ich das noch nicht kann. Ich vergessen hatte, dass man das erst im Spiel dann lernt, dass man diesen Dash gar nicht von Anfang an hat. Zum Glück dauert es aber auch nicht so lange, bis das sind schon wichtige, essentielle Fähigkeiten. Ja, das stimmt. Über die Platten zu rennen. Willst du noch weiterkommen? Springen und Phantomsprint. So, Wandlauf, Doppelsprung und Phantomsprint. Ich brauche ein flotten Raumschiff, um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Das ist sehr voll in Order hier. Bleib bei mir. Gerade im Moment. Stimmt. Also nicht, dass Ratchet und Clank sich die Sachen da abschaut, aber ist natürlich, jeder interpretiert solche Szenarien noch mal ein klein bisschen anders. Ich bin ja immer nicht so ein Mega-Fan von diesen verregneten Neon-Cities. Ich mag eher so Naturareale und sowas lieber. Und das Spiel bietet sehr, sehr viel, was das angeht. Also nicht viel Natur auch, aber es bietet sehr viel Vielfalt, wollte ich damit sagen, was die einzelnen Welten angeht. Mhm. Ja, was bei den anderen Spielen durch die Planeten so gelöst wurde, auf die du dann geflogen bist, dass du hier direkt durch die Dimensionen, dass da einfach enorm viel Abwechslung sein kann. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Das Dach? Wie komme ich auf das Dach? Ich komme hier. Halte durch. Okay, die
anderen beiden Waffen sind auch kurz davor, zumindest auf Level 2 hochzukommen. Klappt das wieder zurück oder bleibt das jetzt so? Das bleibt. No risk, no fun. Wir sind wieder bei dem Club, glaube ich, angekommen, nur an anderer Stelle. Es ist sehr optimistisch, dass die da Sonnenliegen ausgestellt haben im Dauerregen hier. Ja, das stimmt. Genau, jetzt kriegt man auch den Raritanium-Einsatz erklärt. Alle Käufe sind verbindlich, Schatz. So. Es gibt da mal so ein bisschen schneller durch. Das ist jetzt hier einmal quasi eine Tutorial-Waffe. Mhm. Das machst du gut. Deine Ausrüstung aufzurüsten ist nicht schwer. Jetzt erklärt er mir nochmal, du hast dann später solche Grids und wenn du alle Verbesserungen kaufst, die rund um so ein goldenes Feld da in der Mitte liegen, dann schaltest du das quasi auch noch frei. So, jetzt ist das Tutorial vorbei. Und jetzt sehe ich quasi oben, ich habe 14 von diesen Dingern und könnte jetzt hier zum Beispiel mal die Blasterpistole aufrüsten. Und zwar so, dass ich hier dann noch diese Verbesserung in der Mitte auch gleich freischalte. Musst du dann nochmal einen ausgeben für die Verbesserung in der Mitte? Nee. Das ist dann automatisch, ne? Das ist jetzt quasi nochmal ein Munitionsplus, was ich bekomme. Das ist, wenn ich in so einer großen Wabe einfach nur alles außenrum mache und innen dann 10 Felder sind. Geht das auch? Das geht, aber das ist nur eine Verbesserung. Also, ja, okay. Das, ob da jetzt dann 10 oder 1 in der Mitte ist, das macht es nur für dich schwieriger, das zu füllen. Und wir sehen auf der rechten Seite auch nochmal, dass es jetzt hier 20%, 14%, 13% sind. Also, man kann sehr, sehr, sehr viel von diesem Raritanium im Spielverlauf investieren, weil es einfach auch sehr viele Waffen gibt. So. So, komm, ey, aber komm, schade, 30 komm, liegen doch hier nebendran. Ich nehme den blöden Partypilz jetzt. Ah, der ist irgendein Roboterhauen drin. Ja, man sammelt die ja eh alle ein. Du hast es also geschafft. Beeindruckend. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon, keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Das Nefarious Spa. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarious Propagandaluftschiff und schicke der Stadt eine Botschaft, die sie nicht vergisst. Bei dem Part hier kennen wir auch noch aus einer der Demos, die gezeigt wurden. Das ist mal so einer der ersten etwas größeren Kämpfe, sage ich mal. Nicht unbedingt, weil es einzeln schwere Gegner gibt, sondern einfach, weil es relativ viele Gegner gibt in dem Bereich. Demonstriere auch gleich mal diese Partypilze. Womit schießen die Pilze? Ich will es lieber nicht wissen. Ich habe mich auch nie auf die verlassen. So.
Weil es hier noch gesperrt ist, ist hier irgendwo noch was. Da zum Beispiel. Das ist übrigens immer bewusste Zeitlupen dann quasi, wenn du so ein Level up hast. Mhm. Du sollst dich auch nochmal freuen können, dass es in der ganzen Action nicht untergeht. Dass du jetzt dann aufgewertet bist. Bin auch mal gespannt, wie gut das auf Streaming-Services und YouTube quasi übergeht, die vielen Details im Bild. Mhm. Bei 30 FPS jetzt hier geht es wahrscheinlich noch halbwegs. Sobald du dann 60 oder mehr FPS hast in den anderen Modi, ist es wahrscheinlich ein bisschen matschig dann mit so einem YouTube-Stream. Ja, meinst du? Na, viele Partikel sind nicht nett für sowas, ne? Bei hohen Framerates. Schön viele Artefakte. Aber dafür sieht's cool auf dem eigenen Fernseher aus. Okay, Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir, ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefario-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Vielleicht schaffe ich das noch in der Folge dahin zu kommen und das zu machen, weil es ganz interessant ist, auch mal so eine Glitch-Mission zu zeigen. Warst du da schon, Gregor? Nee, kennst du die nicht. Schon? Okay. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Klapp, Bazar. So, jetzt haben wir uns eine Abkürzung hergestellt und ich habe das schon im Review-Talk erwähnt gehabt. Diese Glitch-Missionen, so ein Ratchet & Clank hat häufiger immer schon mal so Minispiele zwischendurch gehabt, die das Spiel ein bisschen auflockern sollten. Hätte das hier nicht unbedingt gebraucht. Das ist bestenfalls irgendwie nett, aber es ist ein bisschen eine schlechtere Version des eigentlichen Spiels. Das ist dann so Cyberspace und alles schön. Ja, gucken wir mal, ob wir da jetzt noch hinkommen. Das ist hinter mir irgendwo. Ach so, genau, ich kann jetzt hier irgendwo durch, wo ich vorher nicht durch konnte. Also erstmal hole ich hier den Kram. Oh, es ist so befriedigend, Gregor. Aber stell dir vor, du müsstest die Holzsplitter noch aufräumen. Oh Gott. So ein VR-Spiel, wo du so einen Staubsauger so in die Ecken dann hinpacken musst. Es gibt, glaube ich, solche VR-Spiele. VR-Staubsauger bestimmt, ne? Schon, ja. So, jetzt gehen wir noch einmal schnell hier rüber. Aha, das muss die Zugangskonsole sein. Ach, da kommt noch ein Boss vorher. Natürlich. Ein Mini-Boss. Wo kommst du überhaupt her? Das wirst du bereuen. Oh. Hm, ist so. Ja, wieso nicht, ne? Warum nicht? Freut mich sehr, dass du die Reise überlegt hast. Das Gute ist, ich hab den, Blaster tatsächlich schon auf Level 4 mittlerweile gebracht, das heißt, er ist sehr stark. Deswegen muss man sich später im Spiel oder generell im Spiel auch ein bisschen immer disziplinieren, dass man alle Waffen mal benutzt, weil sonst vergrößert sich natürlich diese Diskrepanz immer mehr, wenn du manche Waffen einfach gar nicht verwendest. Mhm. So, jetzt hier dürfen noch mal ein paar Partypilze mitmachen. Damit die auch aufgelevelt sind. Ja. Da hast du ihn. Das war's schon. Und Raritanium bekommt man häufiger direkt als Belohnung von solchen Gegnern. Diese Glitch-Mission. Glitch ist so eine kleine hackende Spinne, die man hier quasi jetzt reinlässt in dieses System. Das ist ein bisschen wie das eigentliche Spiel hier, nur ohne Springmöglichkeit und irgendwie ein bisschen langsamer. Mhm. Und ansonsten läuft man halt rum und ballert oder krabbelt rum und ballert. Das ist am Anfang ganz nett, aber später habe ich gedacht, oh, das brauche ich jetzt nicht schon wieder. Ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Du bist meine einzige Hilfe, Spinnenwand Kenobi.
löschen. Dann ist er absolut bereit. Du siehst quasi oben in der Mitte, Gregor, dass es hier 5 Virennester gibt. Und die muss ich quasi einfach zerstören. Und ich habe hier so einen Standardschuss auf R2, der für diese normalen Gegner hier ausreicht. Und hier muss ich quasi L2 verwenden, um die Blitzinfektoren zu verwenden. Und die machen halt diese Viecher kaputt. Also, ja. Also ziemlich genau, als wenn der eigene Computer ein Virus eingefangen hat, weil genau so geht das da drin ab. Exakt funktioniert es ja auch, wenn wir, genau, kennen wir von echten Computern, da ist dieser Lösungsprozess genauso. Und wieder hier so eine Dings drauf. Es wird später ein bisschen schwieriger, weil diese größeren Teile, die man zerstören muss, sind dann unter so Schutzschildern. Und da muss man erst was anderes immer einsammeln, um diese Schutzschilder aufzuheben. Aber im Grunde bleibt es immer sehr ähnlich. Und das müsste es tatsächlich jetzt auch schon gewesen sein. Zwinker. So, und mit dem online geschalteten Computer würde ich sagen, gehen wir hier kurz offline mit der ersten Folge von Ratchet & Clank. Wenn ihr das jetzt zur Erstausstrahlung auf dem Sender schaut, dann seht ihr morgen auf dem Sender die zweite Folge, der jetzt eine frische Folge Creepjack folgt. Auf YouTube könnt ihr hingegen beide Folgen direkt jetzt schon sehen. Eine zweite Folge, in der wir den Controller an Gregor übergeben werden, um zu gucken, wie er sich schlagen wird bei Ratchet & Clank Rift Apart. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dein Fazit bis hierhin, Gregor? Es ist wie immer Ratchet & Clank sehr ambitioniert und beeindruckend und auf jeden Fall ein Standout für die PlayStation 5. Sehr gut. Ich freue mich auf die zweite Folge mit dir. Bis dahin. Tschüss. Sihu hat mir gefallen. Das war spontan improvisiert. Es war spontan improvisiert. Anders als das Spiel selber, denn improvisieren kannst du so ein hochqualitatives Next-Gen-Game nicht. Mhm. Wenn ihr zuerst diese Folge schaut, schaut euch gerne auch nochmal die vorherige an. Da hat Fabian ja schon mal den Anfang des Spieles vorgestellt. Das ist korrekt. Als auch der Review-Talk sollte von euch schon online sein. Wenn alles so kommt, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen, wir produzieren das ja ein bisschen voraus, dann ist der natürlich schon online besagter Review-Talk und das Spiel auch quasi jetzt fast schon am Start für euch da draußen. Es müsste dann morgen erscheinen, wenn ihr das am Erstausstrahlungstag oder am YouTube-Veröffentlichungstag seht. Und heute habe ich gesagt, für die zweite Folge gebe ich mal an Gregor den Controller ab, der direkt an der gleichen Stelle wieder einsteigt. Wir erinnern uns, wir haben gerade einen Bossgegner besiegt und das erste Mal eine Glitch Mission gespielt und jetzt geht es in einer Cutscene weiter. Genau. 2 Kampfwons, 5 Planetenzerstörungskanonen und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt! Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren? Clank. Schnapp den! Los! Ich komme, Clank! Nein, 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 nein! Willkommen, oh Meister von uns allen! Passwort, bitte! Nefarius, oder? Man weiß es nicht. Wozu ein Passwort? Ich bin der Imperator. Ich kann dich auch einfach vernichten. Bringt mir diesen Lombard! Musst du bei diesen Blenden auch immer sofort an Star Wars denken, Gregor? Ja, ne? Das haben sie mit Absicht gemacht. Ja, auf jeden Fall auch der ganze, dieses vorbeifliegende Raumschiff dann und so. Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten und heimreisen. Oh, das sieht so gut aus, gleich auf dem Planeten, Gregor. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Dr. Nefarius gibt, aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir angegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Meine Nase hat man geklaut. Oh je! Gut festhalten! Oh. Pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Oh!
Das ist schon in-game. Wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde... Die Karte war hier, ne? Ja. Fabrik retten. Bei so einem breiteren Gebiet. Okay, in der Regel kannst du am Anfang, das ändert sich später ein bisschen, gerade auf einem Planeten, aber wenn du auf einem neuen Planeten ankommst, wirst du eigentlich immer erstmal recht gerade durchgeführt. Interessant, ich habe die gleichen Upgrades wie Ratchet, ne? Genau, ich glaube, das ist ein bisschen, dass sie eigentlich die gleichen in unterschiedlichen Dimensionen sind. Also alle Upgrades und alle Sachen, die du machst, die gelten für beide Charaktere. Okay. Es gibt da kein individuelles Weiterentwickeln oder sowas, was ich auch gut finde, weil das, glaube ich, sonst nerven würde, wenn du die eine Waffe dann plötzlich nicht mehr hast oder die wieder schlechter ist. Und du hast dann auf Kreis noch diesen Dash und auf L1 kannst du solche Interaktionspunkte benutzen, um dich irgendwo zu schwingen oder sowas. Schieß mich nicht an. Ich glaube, das ist Nax, Gregor. Ich würde mal gucken, ob man wie sehr man interagieren kann und wie nicht. Oh. Ein bisschen Hunger. Den haben wir ja auch schon mal gesehen. Genau, ganz am Anfang im Spiel sieht man den. War lange nicht mehr so weit draußen. Jede Menge Sumpfsäure zwischen hier und der Gelatoniumfabrik. Sumpfsäure. Das aber nicht, ne? Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Flitzkäfer. Ja, darum werde ich einen reiten. Sobald ich nah genug herankomme. Zokon. Wow. Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Ah, Formschnittsprinkler, auch eine schwierige Waffe. Mochte ich nicht so gern. Ich würde eher auf den Negatronenbeschleuniger sparen. Okay. Auffüllen müssen wir nicht unbedingt. Finden wir bestimmt genug was. Genau, das sind keine Gegner. Das sind Reitkäfer, die du benutzen kannst, um diese Säure Tümpel oder Flächen zu überqueren. Kleinvieh, wollen wir uns nicht zu sehr aufhalten. Übrigens in der Regel keine unendlich nachwachsenden Gegner oder so. Du kannst schon alle Areale quasi befrieden. Das ist aber mein Eindruck hier, dass das hier zumindest welche sind, die dann... Dein Ziel ist eigentlich hinter dir gelegen. Ja. Mal gucken, ob es sich lohnt, da nach unten zu gehen. Oder ob ich von da gekommen bin. Du hast sie sehr gekonnt erledigt. Da hinten, ne? Offenbar geht eine Art Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. Interessant, dass du das so anders spielst. Das ist für mich eine typische Shotgun-Stelle. Das war... Ja, von Strecker links. Strecker, ne? Und der letzte Flitzkäfer flitzt in dieses Spalt. Dings. Okay, Cleverbot. Wo sind wir hier? Ich,
Eine Dimensionsfalte? Vielleicht noch eine Folge der Zerstörung des Dimensionals. Das, was hier eingeführt wurde, diese Dimensionsfalten, die gibt es auch auf jedem Planeten in eher kleinerer Zahl. Das sind manchmal so Sachen, so ein bisschen wie diese Level in, falls du dich erinnerst, in Super Mario Sunshine, die so etwas abstrakt gestaltet sind und so Geschicklichkeitsaufgaben darstellen, die in sich abgeschlossen sind. Achso, Reittiere waren das, ne? Ja. Ich glaube, du kannst mit R 1 oder so, genau. Ui. Schön hier Nessie. Ne, wie ist sie nochmal? Bei Mario. Ja, Bowser's Fury. Ja, Blessie, Pessy, die nicht Nessie. Blessie, Plessie war's. Blessie, ja. Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard! Finden wir die Ich muss auch ein bisschen an Conker gerade denken. Ja, stimmt. Vorsicht! Schon gut, schon gut. Siehst du, manchmal stoße ich auf dich. Und ganz ehrlich, Insomniac, mach mal ein Diddy Kong Racing. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Nice. Da ist die Gelatoniumfabrik. Ich komme, Mods. Wir haben diesen Lombax und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt. Wir haben ihn verfolgt! Damit ein paar Fake-Neuel aufhalten! Du hast circa 9,5 Sekunden, uns zu verraten, wo sie sind. Eins. Aha, einen kleinen Moment mal. Ich glaube, du kannst schon spielen. Nö, konnte ich noch nicht. Achso. Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Bolts, ich rette jetzt meine Freunde. Lombax, jawohl! Hey, ich weiß, wo ihr einen Lombax findet. Zur Info, sie ist eine Kämpferin. Gibt's noch einen Lombax? Verrat uns, wo dein Freund ist. Bester! Natürlich jetzt die. Warte mal, ich hätte es bei mir, glaube ich, so. Ja, du kannst es auch selber auf andere Richtungen genau. Und sowas legen, wenn du das willst. Ich mach mal so. Und so, glaube ich, habe ich das. Auch die Explosionen sehen übrigens fantastisch aus. Yeah, Stufe 3. Auch der Charakterlevel selber übrigens ist auch für Rivet und Ratchet immer identisch. Mhm. Ist da noch jemand? Ja, ich glaube, ja, genau. In der Regel merkst du das an der Musik und so, wenn alle Gegner besiegt sind. Oh, da war noch. An wen erinnern mich die, Gregor? Ich habe gedacht, die kommen aus irgendeinem Spiel bekannt vor. Die Kerle suchen einen Lombax, hatten wir Angst um dich. Aber ich konnte es da nicht zuordnen. Und rettest uns den Hintern. Fur Fighters. Nein. Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht. Ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Oh. Ah, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Hier läuft's nicht gerade gut. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das habe ich von Zurkis. Jetzt kann Mord endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zurkis? Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Nur ein bisschen. Du kannst es Mord selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Piraten, die nennen sich alle Mord. Ja, ja, scheinbar. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber gleich mal gucken. Ich muss nur irgendwie die So. Kannst du damit schon interagieren jetzt da oben mit diesem Ding? Check gleich mal. Negatron-Beschleuniger, ne? Dann nimm den, der ist gut. Der Beschleuniger wird dein Leben verändern. Das ist quasi so eine Art fokussierter Laserstrahl, den du auch noch dann ein bisschen bewegen kannst, nachdem du ihn abgefeuert hast, weil er länger anhält. Okay, ich check mal. Naja. Wenn ich mich nicht täusche, wird hier nochmal spielerisch was anderes jetzt eingeführt an der Stelle. Kannst du es mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich... klar. Diese Dimensionsanomalien, die gibt es auch häufiger, nicht super oft, ein paar Mal im Spiel. Die spielt Clank und das ist im Grunde genommen, ist es Lemmings. Clankings. Clankings. Wie bist du hier reingekommen?
Es ist am Anfang jetzt hier noch super einfach. Ich sag mal da nicht so viel dazu. Mhm. Oh, das weißt du nicht? Tja, ich auch nicht. Offenbar irgendeine Art Raum zwischen den Dimensionen. Könnte harmlos sein. Oder ein kaskadierender entropischer Riss. Und das ganze All endet bald als eine formlose Suppe. Wir werden sehen. Oh. Oh je. Gary. Also, ich bin Clank. Bitte, ich möchte helfen. Klar, ja, Clank. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega-Phase. Nenn mich einfach Gary. Da steht's ja. Clank, Ex-Kampfbot, dann Partner des Lombax, wurde zum Helden. Schön für dich. Oh, oh, ein Freund meines Vaters. Verstehe. Deines Vaters? Du bist vielleicht der, auf den ich gewartet habe. Willst du mir helfen, die Dimensionen zu reparieren? Weißt du, wie man Dimensionen flickt? Und wieso laufen hier Kopien von mir herum? Das sind deine Möglichkeiten. Der Schlüssel zur Reparatur dieser Anomalie. Doch zuerst, nimm die Kugel davon. Das ist eine Hebekugel. Sie reduziert die Schwerkraft von Objekten, die sie berührt. Deine Möglichkeiten verhindern offenbar, dass eine Anomalie kollabiert. Sie sehen aus wie du, weil du die Dimensionalität so interpretierst. Aber wie du sehen kannst, sind sie orientierungslos. Wenn du sie zum Meta-Terminal leiten kannst, beginnst du die Anomalie zu reparieren. Alles klar, also ich musste den Weg erstmal freimachen für die Klänge. Immer 7 Stück von denen mindestens zu dem Tor kriegen, damit diese Lampen angehen, die da oben, oder diese Dinger, und dann kannst du den Raum quasi abschließen. Und es gibt verschiedene Kugeln, die für verschiedene Fähigkeiten quasi einfach stehen. Ich habe das Gefühl, als würden die Dinge langsam... Oder verschiedene Effekte bewirken. Dimensional gesprochen. Ah, eine Tempokugel. Die bringt dich auf Touren. Ich wette, mit mehr Tempo wäre diese Barriere im Nu erledigt. Sprungdings, ne? Also, Gary? Eigentlich auf Savannah. Ich habe im Archiv studiert. Es ist die größte Sammlung dimensionalen Wissens, die ich gesehen habe. Kannst du sie auch wieder zurückholen, einfach mit R2, die Kugel. Achso, der Bär. Jetzt. Also, ja, zuerst. Ja, solch kleine Sachen, also wenn das das Gameplay auch nochmal verändert. Das finde ich ganz gelungen, muss ich sagen. Es sind immer, bei jedem Abschnitt sind es 3 verschiedene Räume nacheinander. Also jetzt hast du es, glaube ich, schon wieder geschafft, den Raum. Ist richtig rum, ja, ne? Aber wir sehen die da hinten fliegen. Das Gerät kann meine Möglichkeiten vielleicht umlenken. Irgendwie muss man es aktivieren können. Ich glaube, du kannst es einfach selbst aktivieren, indem du dich draufstellst. Okay. Großartig! Du scheinst ein Naturtalent zu sein, Clank. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ja, Clank wird ganz gerne in solchen Spielen wirklich für solche Puzzlesachen benutzt, zwar auch bei Clank in Time, bei Crack in Time. Gab es nicht auch mal ein eigenes Secret Agent Clank Spiel oder so? Ja, für die PSP. Irgendetwas lernen, aber ich kann nicht erklären, was. Worte kommen zu dir, wenn du bereit bist. Jetzt leite deine Möglichkeiten zum letzten Meta-Terminal. Ich will dich nicht nervös machen, aber davon hängt wirklich viel ab. So, dann brauchst du die andere Kugel. Da brauchst du so eine Tempokugel, glaube ich, in der Regel für. In dieser Dimension? Oh nein. Dafür breiten sich Anomalien zu schnell aus. Ach, ich muss durch eine Dimensionskatastrophe tritt ein. Das knackst du so nicht. Dann muss ich das warte mal, wo war das zurückholen, genau. So, ne? Aber genau. Wenn dir das Reparieren von Anomalien hilft, die Dimensionalität zu verstehen, wirst du bald genug gelernt haben, um uns alle zu retten. Hoffe. Ich frage mich, ob ich all das letztendlich... So, Speeding. Warum sagst du das? Es ist schon lange her, dass ich ein Held war. Und nach allem, was mit dem Dimensionator passiert ist... Weil es sollte doch schon reichen, die da hinzupacken, oder? Na, ich vermute mal, du wirst schon noch hinter die Wand auch müssen, um irgendwas da zu holen. Mal. Aber du kannst mal... Ach, warte mal, die kommen ja jetzt nach vorne gar nicht mehr durch dann. Ja.
Dann das Speeding hier, ne? Mhm. Okay, dann das Sprungding hier. Speed war hier. Ah ne, ein weiter wahrscheinlich. Es kann sein, dass es trotzdem reicht. Wirklich erheben. Ein Glück, dass ich das Timing nicht machen musste. Nehmen wir mal raus. Was hat er getauscht gerade? Ne, habe ich beide, ne? Hast beide, ja. Ja, also Speed hier. Laufen hier. Ich glaube, wenn du jetzt alle im Ziel hast, kannst du dich selber mit Kreis dann auch zum Ausgang teleportieren. Kann aber auch sein, dass er sehr später im Spiel freigeschaltet wird. Das war's, Frank. Du hast die Anomalie repariert. Checken wir gleich. Wir sind einen Schritt näher daran, die Dimensionskatastrophe zu verhindern. Geht noch nicht, ne? Wenn du Kreis gedrückt hältst oder so, tut sich auch nichts. Okay, dann wird das erst später ergänzt. Gary muss wahrscheinlich noch mit mir reden. Oder auch nicht. Hör zu, Mord. Du, Mord und Mord versteckt hinter die Limonade, bevor Mord kommt. Wow. Du hast sie gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht genau. Rivet, wie geht's dir, altes Haus? Überraschung. Das war heute ein Tag, ich sag's dir. Mein Trip nach Nefarious City lief total schief. Mein Schiff ist Schrott und ich... Ach, überlass das mal ruhig der alten Mord. Also, sofern du das Teil dabei hast, das ich wollte. Hm? Ich bring das alte Ding wieder in Topform. Diese Zähne bei den Mords. Ich muss nur die Brücke. Sind wir auf dem englischen Planeten gelandet? Das ist gemein. Was machen wir dann dort? So, jetzt musst genau, kannst du da hinten weiter, wo du eben schon langlaufen wolltest. Ja, gekauft hatte ich ja. Alles klar. Also theoretisch ziehen die dem übrigens auch Energie ab, ne? Ja, also... Aber es dauert, glaube ich, sehr lang, wenn er sie nicht vorher dann killt. Das ist später echt eine krasse Waffe. Wenn man die noch weiter aufgelevelt hat, macht die sehr viel Schaden. Ups. Muni, keine Muni mehr? Keine Muni mehr. Schieße aber auch mal ein bisschen. Was war jetzt? Drei Buttons. Danke fürs Aufpassen. Ich komme schon hinüber. So. Also, Brücke da. Fahren. Sag nicht, mein Handschuh-Dingster kann mit diesem Spalt-Dingster interagieren. Stimmt. Dein Spaltstrahler, ja. Zieh Kalk, doch mal oder? L1. Ah, nee, L1.
Noch einer. Ich glaube, weiter unten sind noch Gegner. Du musst da, glaube ich, erst runter. Auch die kann man übrigens tatsächlich zerstören, auch wenn die normalerweise manchmal Feinde droppen, kannst du auch die Schiffe selber zerballern. Lass mich darüber nachdenken. Wo? Da hinten, ey. Vielleicht nicht die beste Ecke hier. Das ist fast gehabt, das Schiff schon. Noch da? Gut. Hättest du bloß eine Düsenpackfunktion, Bolz? Die hab ich auch. Gedrückt halten. Jetzt hast du es, glaube ich. Und jetzt die Brücke runterlassen. Wow, danke. Und kannst du dieses Ding benutzen da? Immer, ob ich was übersehen habe. Ich glaube, ich sollte das meiste eingesammelt haben. Oh, schöne Schrauben. Okay, ich gehe wieder rauf. Echt jetzt? Das ist nicht nett. Aber ja, wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht. Wir haben uns eine Art Rampe gebaut. Ui, okay. So. Es muss noch einen anderen Weg rüber geben. Nehmen wir Gary hier. Ich den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkäfer? Ich glaube, du musst den Turbo benutzen, dann schaffst du es nicht. Ja. Fast geschafft. Und wieder steht ein Grundtor im Weg. Und schon bereue ich es. Komm schon, wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Jetzt hast du den Blaster schon auf Maximallevel gebracht, Gregor. Das heißt, der ist jetzt ein Trio-Blaster geworden, der deutlich mehr Projektile verballert. Und wenn du den, der ist jetzt eine super gute Waffe im Vergleich zu den anderen. Aber trotzdem lohnt es sich, die anderen einfach auch aufzuleveln, weil du natürlich auch nicht immer Munition dafür hast. Oh. Hinten ist übrigens Energie, hinten rechts. Hui. Aber okay. Das hast du nicht mehr geschafft, leider dahin. Habe ich nicht mehr geschafft. Und wieder steht ein Grundtor im Weg. Und so bereue ich es. Wo habe ich denn die andere Waffe? Oben links, glaube ich. Achso. Komm schon! Wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Also mit dem Gas ist nicht die beste Ecke, nach oben zu ballern. Thank you.
Hälfte hast du schon. Ja, easy. Ein Treffer noch. Ist der Stadtraum? Ja, müsste gerade selber nochmal überlegen, was man hier jetzt machen musste. Muss man da in der richtigen. Achso, kannst du mit dem Hammerschlag da was machen? Nee, ne? Das sieht nicht gut aus. Kannst du auch auf R3 mal gucken, was dein Ziel jetzt gerade ist. Okay, du sollst einen von den Käfern benutzen. Das heißt, du musst wahrscheinlich irgendwo weiterfahren. Kommst du da hinten rüber? Oh nee, das schaffst du nicht. Ups. Die können keine Kanten hochfahren, also selbst diese kleine Kante schaffst du da nicht. Gib dich zum Versteck. Vielleicht kannst du es anhand der Karte auch besser erkennen, wo du hin musst. Also. Da ist der Flitzkäfer, in die Richtung zeigt er mir dann das an, ne? Aber da ist ja dann der. War ja auch dein Schiff. Na, ich soll auf jeden Fall mit den Käfern fahren. Ich hätte gedacht, dass ich irgendwie die Dinger hier aktiviere. Oder hätte ich auch gedacht, da drauf mal, vielleicht kannst du mit den Käfern da drüber fahren. Ja, ich hatte es vorhin schon kurz gemacht. Okay. Jetzt ist der andere ist abgekratzt, ne? Ja, du musst da einfach dagegen schlagen, gegen dieses Nest. Das fällt da neu raus. Und jetzt zu meinem letzten Gegner. Den Mordsdruckschlössern. Ah, guck mal, ich hatte den letzten Gegner noch nicht weggemacht. Ah, tatsächlich. Mhm. Na gut. Aber kannst du jetzt auf mit den Schaltern noch irgendwas machen? Ja. Okay. Also erst alle Gegner weghauen, damit sie grün werden und dann draufgehen, damit sie von grün auf blau gehen. Ah, und dann muss ich mit dem Käfer drüber rasen, okay. Und dann kannst du, glaube ich, da hinten dann auch weiterfahren. Dann finden wir mal die Wahrheit über dich heraus. Könnte ich nur mit Ratchet reden? Home sweet home. Wieso willst du mir nicht vertrauen? Hör zu, ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das unten ist so eine ich wollte Ratchet nur helfen, Dimensionsfalte wieder. Die ist hier, glaube ich, optional an der Stelle, aber du kannst sie ja mal machen. Gucken wir mal. Und das ist eine Menge Sprengstoff. Ich pass lieber auf. Crash Bandicoot. Du musst das manchmal auch benutzen als Plattform. Das ist dann wie bei Crash Bandicoot, dass du halt ein paar Sekunden darauf stehen kannst, bevor die explodieren. Ach so. Hier ja, zum so Beispiel. Wie hier, ne? Ja. Das ist sogar exakt wie bei Crash Bandicoot eigentlich, mit dem gleichen Geräusch auch. Unglaublich. Ich glaube, du. Okay, das war ein Risiko, aber egal, ui. So, wohin? Da hoch? Ich glaube, da oben ist schon das Ende. In der Regel diese optionalen Falten dafür da, das sehen wir hier auch mal ganz schön, um dir ein Rüstungsteil zu verdienen. Das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Es gibt verschiedene Outfits, die du quasi anziehen kannst und die bringen dann Perks, sowas wie verringerten Nahkampfschaden, den man nimmt oder solche Sachen. Neue Boots. Genau, das Einzige, was du bisher hast, sind diese Boots. Es gibt ein Torso-Teil, es gibt Stiefel und einen Helm. Und das gibt es auch in verschiedenen Sets und die kann man auch farblich dann verändern. Mhm. Wenn du die einmal gesammelt hast, hast du diese Perks immer, egal ob du das Teil dann trägst oder nicht. Und hier sehen wir auch gerade, innerhalb dieser Falten gibt es keine Karte, weil das immer nur so kleine Areale sind. Genau, und es gibt dann auch immer so einen Shortcut wieder zum Weg, wo man reinkommt. Ist da rechts ist noch Aritanium. Das kannst du ja auch merken, ist eigentlich immer in diesen Falten am Anfang Aritanium versteckt. Deswegen lohnt es sich auch eigentlich immer da reinzugehen. Ich dachte, das kommen immer in Kisten, aber den war hier nicht so. Ach, hier hoch.
Betthöhle. Mhm. Erstmal sicher. Das ist wirklich absolut unnötig. Okay, es reicht, alles kapiert. Ein Lombax. Ihr geht es nämlich genauso, dass sie quasi keinen ihrer Artgenossen kennt. Die einzige Lombax in der Galaxie. Die einzigen zwei. Okay, du warst also ehrlich. Wie ich dir versichert habe, wiederholt. Dein Nefarius, er sieht meinem sehr ähnlich und ist auch böse. Und der Lombax, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Wir? Ich dachte, Roboter sind nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten. Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh, bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor, dich, Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem Gehirn-Tagebuch-Dings war? Ja, jetzt hol den mal zurück, Gregor. Ja, schön mit Gary hier. Geht das schon? Hey, das ist mein nervtötender Roboter! Nutze Amphibien-Sprengstoff zur Eliminierung des feindlichen Feldneuls. Shadow of the Colossus-Teil hier. Mhm. Schlage, stürzt das Ding ab. Ja, du musst versuchen, quasi über Sprungschanzen oder irgendwas, was sich dir bietet, auf den drauf zu kommen. Das sieht gut aus. Den Flugstabilisator treffen. Mhm. Okay. Ja, genau, er macht immer so einen Wischmove. Ehrlich? Ich bin nicht beeindruckt. Ja, die Waffe ist schon echt stark jetzt schon, die du hast. Also hast schon 40% seiner Energie weg. Nein, mir entkommst du nicht. Genau, die ist dann noch gut. Reicht die überhaupt so lange? Ja. Taktikänderung! Setz Amphibien-Sprengstoff ein! Wirf, was immer du willst! Du entkommst mir nicht! Ich muss Boots retten! Das ist so eine typische Crash-Sequenz wieder hier. Ja. So, jetzt die Chance, wieder auf ihn zu springen gleich. Stark. Jetzt ist deine
Interessante Taktik. Immer nur einer. Okay, das bringt die machen leider nicht so viel Schaden bei ihm. Du kannst die Partypilze hier mal ganz gut benutzen. Ah, weil stimmt. Die eher so viel Energie hat. Können die immer mal ein bisschen Schaden machen. Ups, Ausweichen nicht vergessen. Ich glaube, du hättest musst die auf Land werfen. Ich glaube, du hast sie jetzt alle über die Klippe geworfen. Habe ich sie alle ins Wasser geworfen. Aber schaffst du auch so. Würde jetzt einmal kurz gucken, ob Energie wieder da ist. Ja, ich wollte mal. Und so Sachen wie Energie-Power-Ups bei Bosskämpfen respawnen die. Das ist Energie, die da rumliegt, dieses Leuchtende. Okay. Genau. Ist so, nach Return of Zeitlupe ist es, ey. Sehr gut. Da habe ich schon wieder. Alles klar, Bolt? Du bist mir gefolgt. Danke. Ich mag Roboter doch, wenn sie so nett sind. Ja, wir haben wohl doch fortwährendes Thema im Spiel, so freundschaftliche Beziehungen und sowas. Mord das Schiff gepflegt hat. Okay. Ja, was ich mich fragen würde, aber brauchst du jetzt noch nicht beantworten, ist natürlich, dass es sich im Storyverlauf klärt. Was wäre denn das Gegenstück von Clank hier in der Dimension? Oh, das ist sehr interessant noch. Soll ich dir einen Signalverstärker verpassen, damit dein Kommunikator wieder läuft? Das wäre erfreulich. Nicht so spannend wie das, was wir in dem Infobot finden werden, aber fast. Dahin. Ich glaube, es würde sich fast mal lohnen, jetzt, Greg, wenn du wieder an dieser Zentrale bist, einmal bei auch die Waffen mal aufzuleveln. Mit dem ganzen Raritanium, was du hier gesammelt hast. Danke. So. Also, dann lass uns mal. Vollstrecke war die Shotgun, ne? Wie haben wir? 27? Das ist eine mächtig feine Verbesserung. Mehr Power ist immer eine gute Sache. Hier kann man nochmal aufzeigen, wie die Level der Waffen zusammenhängen mit diesem Aufleveln hier. Die Waffe ist noch auf Level 1, deswegen sind erst so wenige von den Feldern überhaupt freigeschaltet. Partypilze. Stets gern zu Diensten. So, kann ich überhaupt noch was kaufen? Ja, du kannst. Kauf die Waffe ruhig mal, es spielt ja jetzt keine Rolle. Das ist was, das verwandelt die Gegner vorübergehend in so Pflanzen. Das ist eigentlich wie so eine Art Freeze-Move. Ich glaube, bei denen hilft es nichts. Alle, die von dem Sprinkler getroffen werden, verwandeln sich jetzt in eine Pflanze. Aber du machst dadurch halt nicht richtig signifikant Schaden. Okay, na ja, gut. So, Ich glaube, bei deinem Raumschiff ist das Ziel jetzt. Genau, jetzt ist es nämlich so, dass man wie auch in anderen Ratchet & Clank-Spielen quasi frei dann wählen kann, wo man hinfliegen will. Phantom, Moidoi, Captain Quantum, Kletschki? Ich. Achtung, Widerstand! Ich poste die Abschussliste in unserem Netzwerk.
Na los, reparieren wir den Kommunikator. Wir müssen eine Dimension retten, bevor der Imperator uns auffindet. Okay. Also es ist hier noch sehr eingeschränkt jetzt. Macht keinen Sinn, nach City. Horizon 5 zurückzufliegen. Gehen wir zu Zurkis. Genau. Ich habe ein gutes Gefühl. War noch No Man's Sky hier. Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen. Und Ratchet und ich uns verirrt haben. Ja, an Ratchet, würde ich sagen. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Ha, stimmt. Das ist eher ein kleinerer Planet, auf dem wir jetzt sind, der storytechnisch immer mal relevant wird, ohne dass ich da jetzt irgendwas spoilern will. Also, das ist Zurkis Gastropop und Arenaplex. Nirgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Da hinten ist wieder so eine Falte, wenn du die machen willst. Die Zerstörung des Dimensionskatastrophs muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Wenn ich Ratchet nicht finde. Keine Sorge, Boss. Ich repariere dich. Versprochen. Ich will fast ja sagen, dass du mal ein bisschen Story weitermachst für die Leute, weil das ist jetzt kein komplett Let's Play, also wir spielen es nicht von Anfang bis Ende durch. Ich will noch mal ein bisschen mehr vom Spiel zeigen. Genau, du musst oben zu der Party-Location. So viele Aliens hier. Da höre ich wieder Techno, Techno. Hier waren wir ja schon. Rot. Hier wird auch nochmal was eingeführt, was man auch aus anderen Teilen schon kennt. Es gibt dann da so eine Kampfarena, wo man sich verschiedenen Herausforderungen stellen kann. Was sich durchaus erlohnt übrigens, weil es coole Belohnungen gibt dafür. Keine Waffen, sind die dann automatisch weg? Willkommen im Zurkis, dem neuen intradimensionalen Gastropub und Arenaplex. Ich nehme deine Waffen. Du hast einen Craggerbär gefunden. Geil. Daran sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch im Zurkis. Wir metzeln mit einem Lächeln. Zurki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Ja, das ist ein großes Glas, sehe ich jetzt erst. Riesigen Eiswürfel. Na, guck dir mal die Details und so an. Das ist schon echt grafisch schon einfach sehr, sehr, sehr gut. Oder auch wie das glänzt auf diesen Schulterdingern und sowas. Reden wir mit Zurki? Je eher mein Kommunikator. Ja, lass du das mal gucken, was die hier alle gemacht haben. Namaste und Frieden sei mit dir, Revet. Hey Zurki, hast du unseren geliebten ersten Mat gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Und vom französischen Planeten. Bist du mir hier gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch. Rusty Pete? Rostig? Mon Dieu! Dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefer. Pirat extraordinär. Kämpfen wir drum? Zurkis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ach so, genau. So wird dir die Arena jetzt auch passend vorgestellt. Du musst da jetzt antreten. Mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber
Warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Ja, ja, ja. Echt cool. Ich zeig sie dir. Uns reicht das mal. Mhm. Ja, das wird auch erst später freigeschaltet. Also deutlich später im Spiel, die Silber- und Goldsachen. Willkommen, liebes Publikum, in Zirkon Juniors Schlachterplex. Seid ihr alle bereit für die Spannung, den Schmerz, das Gemetzel? Heute ich glaube, es gab auch mal ein ganzes Ratchet & Clank-Spiel, was nur so ein Arena-Spiel war auf der PS2. Das ist All-Kang-One oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das kann gut sein. Die haben ja immer wieder mal so kleine Experimente gemacht. Genau, Dreadlock, Dreadnoughts? Ja, das könnte auch sein. Wobei das, glaube ich, nicht überall so hieß. Es ist hier in so Wellen aufgeteilt, in der Regel, diese Herausforderungen. Kleiner Tipp hier, versuche mal gleich dahin zu rennen, wo die Spalte auftaucht, weil dann kannst du die meisten Gegner direkt so beim Rausfallen abschießen. Dann verteilen die sich nicht erst so. Da lacht er. Ja. Habe ich übersehen? Ist so. Mhm, sehr gut. Schrotflinte der Beilauf Level 3 gebracht. Mhm. Die werden hier schon alle ein bisschen abgegradet, die Waffen vorhin. Also ist die sowieso schon stärker. Unser Spaß ist halber hier mal diesen Sprinkler probieren, um zu gucken, was der macht. Ah ja, das wir mal gezeigt haben. Der ist unten links. Haben wir sie denn? Ja, passiert halt das. Also das Spiel erfordert das nicht unbedingt so, dass man zwischenzeitlich Gegner mal einfriert. Ja, ach, das meins. Ja, ja, das wirkt wahrscheinlich dann eher so. Hauptsache, wir haben's, ne? Ja. Hey. Jetzt davor. Oh, du musst die Energie mal holen. Hinten rechts lag welcher. Rechts? Da auch? Scheiße. Ach, zu spät. Macht nichts. Ich hoffe, du fängst wieder bei der dritten Welle an. Mal gucken. Schwer zu sagen. Ah, nee. Die erste. Na gut, das schaffst du noch in den 7 Minuten, Gregor. Ja. Nicht instinktiv die Return-Tasten drücken, Gregor. Also einfach merken, wo das liegt, weil das respawnt dann über die Zeit ja wieder. Es gibt später Herausforderungen im Goldbereich, da musst du echt eigentlich ständig dann darauf warten, dass die Energie wieder erscheint. Seht an, was der Wind hergewählt hat. Jetzt schaffst du es easy.
Jo, das war's gleich. So, letzte Welle dürfte das sein jetzt. Das hat der Menge gefallen. Lasst euch nicht treffen! Ups. Oh, es. Okay. Die machen nämlich erstaunlich viel Schaden, diese besseren Piraten. Alter, wenn du jetzt noch stirbst, Gregor. Uiuiui. Okay, wo ist die Energie? Da, da ist die Energie. Da liegt welche. Sehr gut. Okay. Oh, 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 oh. Alter Verwalter. Das dürfte der letzte jetzt sein. Wo habe ich denn. Wo war die Shotgun? Die hier. Ja. Hast du's? Sehr schön. Ja, solche Gauntlets sind nicht, also sind nicht mein Lieblingspart in solchen Spielen. Ja, das ist jetzt halt nicht rein. Ein bisschen lange hinziehen. Hier jetzt übrigens auch wieder ein Rüstungsteil als Belohnung erhalten. Später kriegst du da auch noch bessere Sachen oder ganz viele Bowls als Belohnung. Sacre bleu. Das sieht perspektivisch, es kommt jetzt wieder so am Anfang, als wäre er so ganz klein und würde vor ihr lang fliegen, ne? Ach ja, da kommt ja noch was jetzt. Das schaffst du vielleicht auch noch, Gregor. Frankie Boy. Na gut. Ja, ich würde ein paar Partypilze vielleicht noch hinschicken. Dann machen die immer ein bisschen Schaden. Und sowas wie ihn kann man natürlich probieren, mal so einzufrieren mit dieser Pflanzenfähigkeit, ne? Das funktioniert auch bei größeren Gegnern in der Regel. Wieso wundert es mich, dass Pierre einem Kampf davonläuft? Egal, ich hole uns diesen Signalverstärker. Ich glaube, der Hammer lohnt sich nicht. Du machst bei dem hier ist er hier nicht so sehr so. Ups. Endlich jemand kann meiner Würde gestehen. Schaffst du easy, Gregor. Du hast schon zwei Drittel fast weg, der eine Waffe ist leer. Frankie Boy. Diego, du hast es geschafft. Das war doch mein Abschluss. Hammer, du hast die Arena-Kämpfe, die ersten im Spiel, überstanden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle endet auch unser kleiner Ausflug in die Welt von Ratchet & Clank Rift Apart. Wir haben euch, glaube ich, relativ viel schon zeigen können in diesen 2 Stunden.
Und euch damit vielleicht einen ganz guten Einblick ins Spiel gegeben. Wenn ihr noch was, ein bisschen mehr Meinung zum Spiel auch sehen wollt, ohne das ganze Gespiele außenrum, dann gebt euch noch mal den Review-Talk. Gregor, was ist dein Fazit bisher? Wirst du das weiterspielen? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ja die Teile vorher und das führt den Weg, den die gegangen sind, weiter. Und ey, also alleine, dass es jetzt mit der aktuellen Konsolengeneration so gut aussehen lassen kannst. Mhm. Ich bin gespannt, was sie sich für Spielerei mit diesem Dimensionsding noch einfallen lassen. Ja, also da kommt noch einiges, kann ich sagen, als der, der es durchgespielt hat. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob das ein Spiel auch für euch ist oder ihr sagt, nö, da warte ich lieber auf das nächste große PS5-Spiel. Das war's mit Ratchet & Clank Rift Apart an dieser Stelle. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.